zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Thank you.
ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfallen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefallen ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft.